kannst morgen kommen. Ich werde mit meinem Baumstamm auf der Schulter einfach Berlin Marathon rocken. Hier sieht Berlin. Wo bin ich? Beim Berlin-Marathon. Mit was? Natürlich mit meinem Baumstamm. Also, das war echt heftiger Kampf, bis ich Genehmigung geholt habe, damit ich hier auch starten kann, weil das ist echt heftig. Die gucken alles, das dürfen nicht wie so Gepäcke rein und so weiter. So, vor allem so eine große Baumstamm dürft auf jeden Fall nicht da rein. Aber ich habe dafür Genehmigung geholt. Ich bin froh, dass ich den Jochen kennengelernt habe, weil der hat für mich alles organisiert. Der hat für mich Genehmigung geholt. Ich bin froh. Jetzt laufe ich zum Start. Und heute wird einfach in Berlin gelacht, gekämpft und einfach alles gegeben. So, jetzt haben wir gestartet. Wir sind in Berlin. Das ist einfach geile Atmosphäre. Ich freue mich einfach, ab 30 Kilometer meinen Spaß zu haben. Kilometer haben wir hinter uns. Jetzt kommt 80 Kilometer. Beim 20 Kilometer lasse ich mir ein bisschen gut gehen, wenn ich das Essen, Obst und so weiter. Hey, wenn ich auch was mit Zucker trinken. Und weil momentan merke ich, dass mein Kraft langsam zu Ende geht, muss ich Kraft tanken. Ich bekomme einfach Gänsehaut in Berlin, was ich von Kindern bekommen habe, das ist das. Beim 18. Kilometer, ich werde beim 20 Kilometer essen. Ich würde einfach jedem vorschlagen, einfach bringt eure Kinder Teilen bei, damit wir alle gut leben können, dass die Kinder auch gut leben können. Teilen ohne Erwartungen. Es ist einfach geil. Ich bin einfach mega stolz auf die Zuschauer, auf geile Leute, die hier starten. Ich bin einfach mega. Also, mit mega stolz, mit lieben Menschen, haben wir 29 Kilometer auch geschafft. Rest, es ist wie Kindergarten. Gleich haben wir 35 Kilometer auch. Ich bin froh, dass wir den 35 auch geschafft haben. Yeah! Mega Stimme! Mega Stimme! Echt krass! Ach, egal wie oft ich aufnehme, das langt mir einfach nicht. Darf ich jede Sekunde nicht verpassen. Das ist einfach mega, Leute. Hey, jetzt Brandenburg Tor. Vor der Brandenburg Tor bin ich. Yes, es wird einfach ins Ziel gelaufen. Es ist einfach mega Stimmung. Hier in Berlin 2022. Ich habe mit meiner über 20 Kilogramm Baustamm den 42 Kilometer geschafft. Ich bin mega glücklich. Pass auf euch auf, Zotter, bis jetzt. Yeah!
Was für alles in der Welt hast du denn für Scheiße auf? Oh, ich hab gesehen, dass ihr mit Berlin-Marathon startet. Ich hab gedacht, ich gehöre zu euch. Deswegen bin ich hergekommen, dass ich mit euch lachen kann, genießen kann, kämpfen kann. Genau wie ihr dich kennenlernen kann. Das ist einfach mein mega Stolz. Und du hast das ernsthaft die ganze Zeit gesagt? Klar, auf jeden Fall. Was heißt das ernsthaft? Viele Läufer und Läuferinnen haben das gesehen und viele Zuschauer. Mein Ziel war das, die Leute heute zu motivieren. Und habe ich geschafft. Das habe ich gesehen. Die haben mich motiviert. Ich habe die motiviert. Ich rufe euch einfach nächstes Jahr zum Berlin-Marathon. Den ist es einfach in der Nehmen wir vielen herzlichen Dank, Tetsu Keller. Okay, haben wir die Chance. Den Jammleich mit, sondern der Link mit. Bekomme ich auch meine stolze Medaille. Von dir kriege ich, okay. So ist das. Dankeschön. Ja. Danke, mein Lieber. Schau, so sieht's aus.